Hi, wir sind Phyllis und Serki. Ich bin Milan. Ich bin Essila. Ich bin Kian. Einen wunderschönen guten Tag, meine Hübschen. Es ist schon Mittagszeit, 11:30 und ich habe schon Haushalt gemacht. Lia hat schon Mittagsschlaf gemacht und sie isst jetzt hier gerade eine Banane. Ich habe auch schon das Essen vorbereitet soweit. Das mache ich immer ganz gerne, wenn sie schläft. Weil meistens dauert der Schnibbelkram ja viel länger als das Kochen selbst. Heute gibt es nämlich Bohneneintopf. Und dann muss ich die Bohnen natürlich, also ich halbiere die einmal und dann schneide ich sie durch. Also drittel sie oder viertel sie, je nachdem wie lang sie sind. Und dazu gibt es dann heute Tomaten-Bulgur-Reis. Den kann ich euch auch nochmal zeigen, wie ich den mache. Den Bohneneintopf habt ihr jetzt schon zu Genüge gesehen. Ich wollte aber noch zu Ikea fahren mit der kleinen Lia heute. Eigentlich sollte das regnen und jetzt scheint total die Sonne. Weil ich wollte gerne meinen Kleiderschrank so ein bisschen organisieren und möchte nicht mehr so viele Sachen falten, sondern ich möchte sie hängen. Und deswegen wollte ich mir, wir haben ja einen Packschrank, eine Kleiderstange oder zwei Kleiderstangen kaufen. Ich habe mir auch schon Samtbügel bei Amazon bestellt. Und dann werde ich so die nächsten Tage meinen Kleiderschrank einmal umsortieren und aufräumen. Außerdem lädt gerade ein Video hoch. Und zwar hatte ich ja gesagt, dass ich über die Hypnose bei meiner Mama berichten möchte. Das Video ist jetzt online. Das kann ich euch nochmal gerne in der Infobox verlinken. Das ist super interessant. Ich habe der Hypnose-Therapeutin die meistgestelltesten Fragen gestellt. Und es ist sehr, sehr interessant geworden. Also schaut da auch unbedingt rein, auch wenn ihr nicht direkt betroffen seid vielleicht. Ja, also es ist sehr interessant. Übrigens hat Lia oben einen Zahn bekommen. Das erklärt natürlich auch in der letzten und vorletzten Woche, warum sie so heftig quengelig war. Ich meine, sie ist sowieso schon quengelig, aber nochmal richtig heftig. Und da hat die Mama heute Morgen geguckt und da hat die Lia oben einen Zahn. Ja, der ist jetzt durch, ne? Ja gut, ich ziehe mich jetzt an, weil, ne, Flodder und so. Und wir sehen uns gleich wieder. Kleines Update. Ich war bei Ikea. Und habe tatsächlich nur zwei Kleiderstangen gekauft und bin wieder raus. Und jetzt mache ich einen kleinen Abstecher bei DM, weil der hier gegenüber ist. Und dann fahre ich nach Hause. Wir sind jetzt in der Waschanlage. Ich habe zwei der Kinder schon abgeholt aus dem Kindergarten. Und wie ist es in der Waschanlage? Ja, cool. Cool? Ja, cooler, ne? Ja, cool. Cool? Ihr seid so süß. Ich werde jetzt kochen. Sieht man mich überhaupt? So, ich werde jetzt kochen. Ich habe Berliner mitgebracht. Die gibt es dann heute zum Nachtisch. Und ich war bei DM. Und bei Taco habe ich hier diese tolle Tasche gefunden. Schön, oder? Das packe ich aber nachher aus, weil ich muss erstmal muss ich anfangen zu kochen. Das packe ich erst nachher aus. Ich hatte ja die Bohnen hier schon geschnibbelt. Und dann kommt da noch Knoblauch, Zwiebel und Tomate rein. Ich werde Zwiebeln, Knoblauch und Tomate heute mal in diesem Ding hier mixen. Ein Fahrradausflug? Mhm. So eine kleine Radtour. Lia kommt mit dem Fahrrad. Aber ich will nicht mit meinem eigenes Fahrrad. Weil, weißt du warum? Warum? Fahren wir Bergen hoch? Nee. Weil das ist anstrengend für mich. Ach so. Mama! Ich fahre keine Berge. Okay. Auch kein, auch nicht so ein bisschen hoch. So, ein bisschen vielleicht. Also ich meine, wie unser Hügel. Nee, ne? Da komme ich nicht hoch. Hallo! Ich filme mal alle. Und dann darf ich mal alle filmen. Hallo. Hallo. Kochst du da gerade was? Ja. Dann zeig mal. Noch ist nichts im Topf. Ja. Ups. Hab da. Du hast es angemacht. Oh, sie hat die Bälle da rausgenommen. Wie war das denn? Ich will auch mal die Bälle. Erstmal Zähneputzen. Ich schlafe. Zähneputzen? Ich habe, als ich auf Klo war. Also ich hatte ja zwar schon so oft das gefilmt, ne, aber die Bohnen habe ich jetzt durch zwei geteilt und einmal geviertelt oder gedrittelt. Und dann habe ich Zwiebel und Knoblauch angebraten in Olivenöl. Habe die Bohnen dazu gegeben, ein Esslöffel Paprikamark,
Du meinst es jetzt aus der Türkei, das kriegt ihr aber auch beim Türken. Dann habe ich die Bohnen ein bisschen drin angeschwenkt und 3 große Tomaten dazu getan. Salz, Pfeffer, eine Prise Zucker und das Ganze lassen wir jetzt kochen. Wasser habe ich wirklich nur so ein bisschen dazu getan und lasse es jetzt erstmal ohne Wasser. Das kann jetzt vor sich hin köcheln. Und hier in demselben Ding jetzt mache ich für den Reis eine Zwiebel, 2 Knoblauchzehen. Das wird jetzt erstmal zerkleinert. Dann kommt auch da Tomate rein und hier habe ich noch ein bisschen Paprika, das mache ich da auch mit rein. Ja, und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. So, jetzt habe ich euch das gar nicht gezeigt. Also ich hatte jetzt Öl im Topf, eine Zwiebel, 2 Knoblauchzehen, ein Esslöffel Paprikamark, ein Esslöffel Tomatenmark, 2 große Tomaten und das lasse ich jetzt so ein bisschen einkochen. Ich habe jetzt 1,5 Gläser, also diese großen Gläser, Butter dazu getan und die gleiche Menge Wasser kommt jetzt noch mit rein. Und dann ist der Reis fertig. Ja, ich stehe jetzt hier in der Garage. Wir wollten eine kleine Fahrradtour machen. Und Serki hat gesagt, er versucht es mal, ob Kian ohne Stützräder fahren kann. Und hat mir jetzt einfach die Stützräder abgemacht. Und ich war nur einen Helm holen für Lia, weil sie kommt ja bei mir hier rein. Ich komme wieder, kann Kian Fahrrad fahren. So schnell. Das ist mein Fahrrad hier. Da saß Isila früher drin. Und jetzt ja, kommt da Lia rein. Im Moment sitzt sie hier noch im Kinderwagen. Ja, mein Schatz. Ja. Ja, nach vorne, genau. Guten Morgen, ihr Hübschen. Ich habe mich gestern nicht mehr gemeldet. Lia? Ich muss gleich ihre Haare noch machen. Wir haben die Fahrradtour gemacht gestern und sind durch die Stadt gefahren und haben noch ein Eis gegessen. Und ich hatte die Kamera einfach zu Hause vergessen. Und dann, ja, wie das so ist, Kinderbett fertig machen und so. Es hat ein bisschen gedauert und ich habe einfach nicht mehr gefilmt. Heute geht es aber weiter. Ich habe ein paar Sachen zu erledigen. Die fahre ich jetzt erledigen und dann... Ja, starten wir in ein langes Wochenende, beziehungsweise hat Serki nur morgen frei. Er hat sich keinen Brückentag genommen und Freitag arbeitet er wieder, aber die Kinder sind alle zu Hause. Ja, ich muss die kleine Maus hier irgendwie bespaßen den Vormittag. Draußen ist sie immer sehr, ja, angenehm ruhig eigentlich. Im Auto wird sie gleich schlafen. Mama macht ihm einen Zopf, okay? Oh, guck mal, kleine Maus. Erledigt soweit. Ich habe noch meine Kamera im Auto vergessen, gerade noch geholt. Und jetzt fange ich an zu kochen. Es ist ja auch schon Feierabend. Und sind wir zu Hause. Heute. Hier. Ja? Was machst du da? Was soll das? Komm! Ja, ich habe soweit alles erledigt. Ich habe so eine Box für Isilas Geburtstag fertig gemacht. Also das ist in einem Geschäft so eine Geschenkebox. Da können die eingeladenen Gäste dann immer, ja, auswählen, was sie Isila schenken möchten. Da habe ich dann zusammengestellt. Habe dann noch einen Schwung Einladungen mitgenommen. Die schreiben wir dann am Wochenende und Montag können sie die verteilen. Sie feiert an ihrem Geburtstag am 10.06. Und zwar ist dann Pfingsten nämlich. Und ja, sie feiert auch im Indoor-Spielplatz. Das hat sie sich so gewünscht. Ja, dann werden die Geburtstage dieses Jahr im Indoor-Spielplatz gefeiert. Verlia, willst du mit in die Küche kommen? Komm, mein kleiner Schatz. Oh. Ja, guck mal. Sie kommt mir gleich sowieso hinterher. Sobald ich um die Ecke bin. Hab ich doch gesagt. Schnell die Tür zu machen. Milan chillt hier so ein bisschen an seinem iPad und schaut ein paar Videos. Und Kian und Isila fahren Fahrrad. Da kommt Kian auch schon hinterher. Kian hat ja gestern Fahrradfahren gelernt. Ja. Da ist Kian. Oh.
So, bei uns gibt es heute Brokkoli und einen Salat mit Hähnchenbrust. So, wir fahren jetzt eine Runde Fahrrad. Wir fahren jetzt nämlich mit Milan seine Schulstrecke ein paar Mal, weil er bald nämlich mit dem Fahrrad alleine zur Schule fahren soll. Deswegen fahren wir jetzt alle zusammen die Strecke hin und her und hin und her. Und wie süß sieht die Lia bitte aus? Hallo. Ich muss sie noch ein bisschen fester machen. Na, ihr Hübschen, ich hab euch alle lieb. Serki-85 Instagram, Leute. So, wir waren jetzt auch mittlerweile ein bisschen einkaufen. Ne? Morgen ist Feiertag, deswegen drehen jetzt alle nochmal durch. Hast du die Filterflasche gesehen, die da fliegt? Das ist eine Feuerflasche. Und da sind welche drin. Das ist ein Heißluftballon. Ich weiß, mit Wilsa, ne? Cool, ich will auch rein. Nur so in Doch, ich hab keine Angst. Dann kribbelt immer so mein Bauch. Ich habe mich jetzt abgeschminkt. Es ist so ein schönes Hautgefühl. Ich habe etwas Neues, was mir gehört, womit ich mich jetzt abschminke. Es ist noch in der Testphase, kommt aber bald in meinen Shop. Also seid gespannt. Vor allem Leute, die an Neurodermitis leiden, trockene Haut, Schüppchen, Akne, entzündete Pickel, Schuppenflechte oder sonst irgendetwas. Die Leute können gespannt sein. Es ist aber auch für die tägliche Reinigung geeignet, weil es trocknet die Haut nicht aus, es spendet Feuchtigkeit und es reinigt und macht sehr, sehr sauber und hat einen besonderen Wirkstoff oder eine besondere Sache, die sich besonders positiv auf die Haut auswirkt. Aber dazu bald mehr. Genau. Und jetzt verabschiede ich mich von euch und wir sehen uns dann beim nächsten Video.